Hallo und willkommen zu den Sport- und Spieltipps der Sportjugend Rheinland. Heute habe ich Stiftemikade für euch vorbereitet. Wenn ihr nicht so viele gleich lange Stifte habt, eignen sich zum Beispiel Strohhalme auch sehr gut dafür. Das Spiel ist ganz einfach. Ihr stellt eure Stifte oder Strohhalme einfach auf den Boden oder auf einen anderen geraden Untergrund und lasst sie fallen. Ziel des Spiels ist es, diese Stifte aus diesem Stab herauszuziehen und zu sammeln. Das Spiel eignet sich natürlich am besten, wenn ihr das mit euren Geschwistern oder mit euren Eltern spielt. Ich fange an. Ich nehme einen Stift. Kein anderer hat gewackelt, das heißt, ich darf ihn behalten. Dann hole ich mir noch hier den Stift. Ah, da hat ein anderer Stift noch mitgewackelt, also muss ich ihn zurücklegen. Und der nächste ist dran. Der, der am Ende die meisten Stifte hat, hat gewonnen. Viel Spaß beim Nachmachen und bis zum nächsten Mal.